So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das sind 7 verschiedene Sonderausgaben von Lego Ninjago Legacy Magazine. Ihr kennt die ja, das sind ja die Magazine, die 5 Euro kosten, haben immer eine limitierte Karte, die wir brauchen für alle Booster-Freunden-Sammler. Diese Karten werden auch immer richtig hochpreisig und dazu gibt es immer ein schönes Konvolut. Schön, immer nur die Hälfte in meinem Fall. Und ihr seht hier, 7 verschiedene möchte ich euch mal hier wieder präsentieren, weil ich noch 7 verschiedene hier habe. Und zwar einmal von das brandneue und aktuelle. Schönes Konvolut, schöner Bösewicht, der ja kein Bösewicht ist. Jetzt gucken wir uns den schwarzen Ninjago mal an. Ah, richtig cool. Und der war in der Ausgabe Nummer 10. Auch schon dabei. Seht ihr das? Bloß mit einem Schlangenkopf. Hey, cool. Und Schlangenkopf habe ich ja heute in das Legacy Wundertüten aufgemacht. Diese hier mit dem blauen Ninjago bei. Also Schlangenkopf und dann gab es Schlangenkopf nochmal mit Kai drinne. Also ihr seht, es ist ziemlich bunt, aber doch verschieden. Das wollte ich euch einfach nur mal zeigen, welche Figuren, es kommen ja alle Figuren sowieso wieder. Deswegen mache ich jetzt alles durcheinander mal auf. Ich schiebe es jetzt so nach hinten. So, und das ist das, was noch gar nicht so alt ist, was auch nicht eingepackt war. Das war das Magazin Nummer 14, wo sich sehr viele beschwert haben. Und Nummer 15 ist wieder Folie drum. Es ist zwar schade mit der Folie drum, dass die das nicht anders gemacht haben, wie einfach nur in das Magazin drinnen selber kleben. Aber es haben sich so viele beschwert. Ich habe euch das ja auch gezeigt. Bei den Zeitschriften, die da werden die Zeitschriften mal rausgenommen. Ah, oh, kaufe ich mir doch nicht. Steck's rein. Und war immer der goldene Wu. Meister Wu. Immer verknickt. Sehr viele. Oder ist es abgefallen? Es war richtig enttäuschend. Ich habe euch auch mehrere Videos davon gezeigt. Ich war auch richtig, richtig angepisst, wie man so schön sagt. Aber hier ist nun mal der goldene Meister Wu, die LE10 aus der Lego Ninjago Serie 6 Next Level nochmal in Ordnung. Das dazu. Die ist wirklich in Ordnung und ich habe euch so viele Videos gezeigt. Ich hatte ein paar Mal überhaupt keine dran. Ich hatte ein paar Mal so beschädigt, ich habe mich geärgert. Dann habe ich mir auch gedacht, warum lassen die jetzt Umwelt zuliebe die Folie ab, ist ganz klar. Warum nicht einfach aufmachen, irgendwo hin? Einige von euch haben das auch verstanden. Reinkleben, fertig. Man konnte aufmachen, aha, die Karte ist drinne, gepasst. Nein, dann machen sie bei die neue Ausgabe wieder Folie drum. Aber ist vielleicht günstiger für die. Aber nichtsdestotrotz will ich euch jetzt einfach nur 7 verschiedene Konvoluts zeigen, die auf eine Art richtig cool und angenehm sind. Ah, der weiße Schlafanzug Kai mit dem neuen Knochengerüst. Totenkämpfer, der hat nämlich das blaue Landshirt. Der ein oder andere weiß, was ich meine. Dann eben, wie gesagt, das brandneue und aktuelle. Die Ausgabe Nummer 15. Wieder in Folie. Ups, erstmal die limitierte Karte wegpacken. Das ist die Serie 6 Next Level, aber die LE11. Richtig cool. So, dazu natürlich, ja, es ist kein Bösewicht, aber trotzdem eine richtig coole Figur. Auch mit dem Druck und sowas kann man auch bei Lego City. Und der war ja schon so oft, habe ich den schon. Deswegen, naja, ihr wisst, brauche ich ihn nicht mehr. Dann haben wir hier das Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 6. Lang, lang ist her. Da gab es noch die Lego Ninjago Serie 5. Coole Karte mit Kai, die LE16. Auch ein cooles Kombi, wieder bis zur Hälfte. Ihr wisst ja, bis zur Hälfte, mega cool, die Ninjago Serie. Ich brauche sie nicht mehr. Und eine Armee kann man davon nicht machen. Aber dafür hochpreisige, limitierte Karten. Wenn ich das hier abgerubbelt habe, ihr seht,
nicht eingeknickt, nicht beschädigt. Die LE16, der Lego Ninjago Serie 5. So, ich gehe einfach so mit den Magazinen. Dann haben wir hier das Magazin Nummer 10. Ist Serie 6 limitierte Karte. Aber ein cooles Kombi. Der ist aber der 9 drinne und Schlangenkopf, ihr seht es, der ist fast überall mit dabei, kommt mir so vor. Und deswegen, von den grünen Schlangenkopf habe ich deswegen so viele schon. Ich glaube, jetzt bin ich bei 150, 160 angekommen, aber ist trotzdem richtig cool, immer noch die Figur. Dann eben, wie gesagt, die limitierte Karte. Der Serie 6 noch. Oh, hier, beschädigt, ist nichts mehr für mich. Fertig. Dann kommen wir zu der Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 8. Auch der Schlangenkopf drin. Mit meinem Kumpel Kai. Richtig cool. Und auch eine limitierte Karte der Serie 5. Next Level, die LE6. So, und das Schöne ist, ich sag mal so, ich habe jetzt einige verschiedene und einige, die sind auch schon älter aufgemacht oder euch jetzt hier gezeigt. Und die haben alle einen Preis. 5 Euro. Der Preis ist nicht gestiegen. Hört sich doch schon mal gut an. Aber seht ihr die Verpackung? Da ist zack, zack, da ist das. Schlangenkopf immer wieder dabei. Mega. Auch der gleiche Druck. Ihr seht es schon. Den gab es wirklich in sehr viele verschiedene Ausgaben. Und jetzt kommt das Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 5. Ist also noch ein bisschen älter. Da gab es keine limitierte Karte bei. Aber auch, wo ich immer sage, der passt bei Star Wars mit bei. Der Bösewicht. Sieht richtig cool aus, aber wie gesagt, den gab es so oft schon in verschiedene Wundertüten. Sowieso in Wundertüten, in Magazinen, nicht nur in das Legacy mit den, mit das Kombi, auch einzeln. Der ist übertrieben viel bei mir. Aber den gab es in das Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 5, Legenden Magazin Nummer 5, diese Kombi. Mega, mega cool. Kommen wir zum 7. und letzten Lego Ninjago Sonderausgabe der Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 11. Das war mehr wie cool. Zwar die eine Hälfte weniger, aber dafür eher doppelt so viel cool. Ist ein richtig cooler Geisterbösewicht. Und solche werden wir nicht so oft haben oder haben wir auch nicht so oft. Dazu gab es eben die Lego Ninjago Serie 6 limitierte Karte. Richtig cool, ist noch heile, ist die LE13. Perfekt. Aber warum? Oh, schaut mal, da ist noch eine limitierte Karte. 2 Stück da drauf, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich denke schon, was ist das so hochstehend? Habt ihr das jetzt gesehen? 2 Stück? Hammer. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Perfekt. Oh nein, ihr seht hier hinten perforiert das Rote. Nein, nicht vorne. Aber 2 Stück. Mega cool. So, und dann eben dieses Kombi. Richtig cool. Warum? Der Geisterbösewicht. Habe ich zwar auch sehr viele von. Ist auch immer noch gut. Ich finde so einige Bösewicht. Doppelkörper, Schlangenkopf, ihr wisst es ja. Die neuen Schlangenköpfe in verschiedene Farben. Aber auch dieser Geisterbösewicht. Eine mega Figur. Es war doch eine richtig coole Mega-Figur. Oder was meint ihr? Aber nichtsdestotrotz,
Lang, lang ist es her, solche coolen Figuren zu haben. Oh, ich habe ein paar, eine limitierte Karte mehr. Das war jetzt nur wieder ein Info, wo mal was drin gewesen ist. An Lego Ninjago Legacy Magazine. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Ich war wieder abgelenkt, das ist das Wichtigste. Ich verlinke euch irgendetwas von Lego Ninjago unter ein Video. Sicher, bequem, auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber immer schauen. Aber das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.